Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Portal Knights und ich hier lange Rede schwinge, geht's erst wieder mal zurück hierhin. Und dann schauen wir mal. Wobei, ist da was? Ich guck erstmal hier. Wir schauen uns mal diese Welt an. Ich will gucken, ob es da eventuell Eisen gibt. Das wäre cool. Wir brauchen aber noch das andere Portal. Weil vielleicht geht es ja dann dahin und es gibt Eisen. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir erstmal den Boss platt machen müssen und wir dann erst Eisen bekommen. Das weiß ich alles nicht und das ist leider alles im Rahmen des Möglichen. Von daher würde ich sagen, lass uns überraschen und drück die Daumen, vielleicht haben wir Glück. Unser Frosch ist schon da. Was ist denn das da drüben? Auf jeden Fall sieht es hier wieder sehr... Oh, eine Burg. Schön aus, eine Burg, die halb unter Wasser ist. Ah doch, sieht cool aus. Aber ich guck mal, vielleicht haben wir Glück. Na? Ja, und Kohle und Steinblock, schade. Und von hier aus geht's auch nicht weiter. Okay, dann gehen wir ganz kurz mal in die Burg gucken. Ob wir hier nicht was Schönes finden. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann wieder doch zurück auf die andere Map, oder? Und da geht's auch runter. Und was? Ein Dungeon unter Wasser, oder wie? Okay, wir gehen erstmal nach oben. Und, oh, hier ist ja, hier geht ja einiges. Aua. Los, geht rot. Oh, da oben ist eine Kiste, schön. Gefallener Junker, den es sofort aus der Existenz reißt. Okay, ja, nehmen wir gerne mit. Gucken wir mal, was da oben Schönes ist. Ich wollte gerade sagen, gar nichts, aber hier geht es nochmal höher. Und dann gibt es hier halt gar nichts. Ich wollte mal auf die anderen Türme gucken. Ich hoffe, wir tun das nicht allzu doll weh. Aua. Gut, dann gibt es hier anscheinend nichts mehr. Ich schaue mal hier die Treppen. Okay, hier sind wir... Waren wir hier hochgekommen oder da hinten? Ich weiß es nicht. Spielt aber, glaube ich, letzten Endes auch gar keine Rolle. So schön wie die Burg ja ist. Ja, okay, doch, man hat schon Platz, aber so richtig riesengroß ist sie nun auch nicht. Ach, hier geht's auch. Okay, das ist ja cool. Na gut. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal runter gucken. Oh, das sieht ja auch schön aus. Ja, haben sie gut gemacht mit dem Wasser. Sieht zwar hier, opala, hier und da ein bisschen kantig aus und ein bisschen merkwürdig, aber unterm Strich gelungen. Und hier? Okay. Wir können hier, also normalerweise gibt es ja Luft und so, ne? Benutzen? Achso. Aber wenn wir in einem Wasserfall stehen, haben wir keine Luftprobleme. Na gut, meinetwegen. Meinetwegen. So, okay. Und kein Skelett? Was ist denn hier los? Die kommen jetzt, oder was? Und hier hört das Wasser auch... Ich dachte, hier hört es auf, aber... Denkste. So. Ich sehe dich nicht, aber ich treffe dich hoffentlich trotzdem. So. Ist hier ein Tierchen drin? Das wäre wahrscheinlich schon ersoffen, ne? Ja, komm. Du machst... Hups. Du machst so gar nichts, wollte ich gerade sagen. Ja, komm. Gehst du drauf. Haust du ab. So. Ja, schön, schön, schön. Schön, 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 schön. Gibt's hier keinen? Doch, da geht's nochmal hoch, oder? Da sind wir da runtergekommen? Nee, wir sind von der anderen Seite gekommen. Na, wir schauen gleich mal. Wir kümmern uns erstmal um die Besucher hier. Wobei, eigentlich sind ja wieder Besucher, ne? Das sieht wieder sehr verdächtig aus. Ich kann mir nicht helfen. Wir gucken kurz und sind dann doch wieder enttäuscht, weil es da nicht weitergeht. Aber wir gucken kurz. Und wisst ihr, was ich auch total vergessen habe? Jetzt waren wir schon mal zu Hause. Und ich habe mir keine bessere Pickaxe gemacht. Wobei ich auch noch gar nicht geguckt habe, wo das geht.
Aber es wird bestimmt irgendwie gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die einzige Pickaxe ist und bleibt, die es geben wird. Beim besten Willen nicht. Geht's da hoch? Ja, da geht's weiter. Ja, komm. Okay, und was erwartet uns hier? Nochmal so ein Ding. Okay, ich bin relativ froh darum, dass man sich immer wieder an die Ausgangsplattform porten kann. Weil, ganz ehrlich, okay, aktuell geht's noch, aber bei einigen Dungeons wüsste ich genau, ich würde ewig brauchen, um überhaupt wieder nicht nach Hause, sondern an die Oberfläche zu finden. Also von daher haben wir ein bisschen Glück, oder ich vielmehr, dass es hier diese Funktion mit den Porten gibt. Ich hab dich gesehen. Brauchst dich gar nicht verstecken. Ja, da war noch einer. Habt ihr das gesehen? Den holen wir uns auch. So, looten, looten, looten. Oh, da ist eine Tür. Ist hier auch eine Tür? Nee, hier ist diesmal keine. Okay. Man sieht sie echt gar nicht, ne? Man sieht sie echt überhaupt nicht. Was ist das? Erstmal reparieren wir unseren Bogen. So. Dann schauen wir uns dieses hier an. Können wir das abbauen? Haben wir jetzt einen Abfluss abgebaut oder was? Nee, war nur ein Stein, okay. Nehmen wir mit. Auf der anderen Seite ist noch so ein Ding. Und dann gehen wir in den nächsten Raum und schauen mal, was da auf uns wartet. Okay, also selbst so, wenn man mit der Maus drauf geht, okay, sieht man es, aber ansonsten selbst so würde man sie nicht sehen. Finde ich schon krass. Naja, wird hier doch ein bisschen mit der Dunkelheit gespielt, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auch Fackeln, die wir nutzen könnten. Ich mach's bloß irgendwie nicht. Also ich meine, nicht dass ich überall welche aufhänge. Und ich glaube, ich sollte vielleicht auch meine Fackeln mal woanders hinlegen. War doch jetzt ziemlich weitläufig, oder? Was haben wir hier? Okay, schön. Gut, ich glaube aber, das soll's jetzt. Oder gehen wir noch. Doch, wir gehen nochmal nach oben. Wir gucken nochmal, was es da oben für uns hat. Und dann gehen wir aber auf jeden Fall nachher nochmal. Was ist das da? Okay. Gehen wir nachher auf jeden Fall nochmal in die andere Welt. Kann man dich auch angreifen? Oh! Ein Golem? Wow. Schön. Hä? Kann man das abbauen? Oh. Okay, man muss es sogar abbauen, sonst kriegt man es nicht wieder. Okay, und hier hat es Kohle. Falls wir mal Kohle sammeln wollen, können wir hierher kommen. Ja, wie gesagt, eigentlich wäre es echt cool, wenn die Begleiter noch eine Funktion hätten, oder? Die hatten wir, glaube ich, aufgebraucht, ne? Da können wir mal ein paar mitnehmen, wobei wir jetzt eigentlich keine Tränke groß gebraucht haben. So. Vielleicht sollte ich mich auch einfach ein bisschen sputen noch mit dem machen. Ich weiß gar nicht, wie findet ihr es? Ist es, sollte ich schneller machen oder ist es okay, wenn ich mir beim Erkunden immer noch ein bisschen Zeit lasse? Geht's hier auch weiter? Oder ist es einfach nur eine Ruine? Okay, scheint nur eine Ruine zu sein. Ein orangener Schleim. Okay, richtig schwimmen ist nicht. Das ist so ein Gespringe vielmehr. Man springt zwar unglaublich hoch, aber ein richtiges Schwimmen, würde ich sagen, ist das nicht. Hoppala, uiuiui, nicht so weit hopsen. Ah, okay, hier gibt es so kleine, noch ein paar kleine versteckte Überraschungen. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir könnten uns, glaube ich, bald eine Eule leisten, wenn mich nicht alles täuscht. Na, da hat sich der Architekt aber Mühe gegeben. Also entschuldigt mal bitte, da hinten sind noch mehr Ruinen. Wir gehen mal gucken. Oh, da ist ein. Ja, die waren doch relativ. Also unterm Strich haben diese Schattenritter, hießen sie, glaube ich, doch immer, upala, relativ viel an Erfahrung gebracht, oder?
Okay, in den Ruinen hat es dann also wirklich nur so ein bisschen was davon, ja. Ist ja gut, keine Frage. Also kann man ja mitnehmen, aber irgendwie dürfte es auch ein bisschen mehr, toller, spannender sein. Was mich, na, lass mich durch. Was mich auch interessieren würde, ist, kann man auch Waffen und sowas finden oder muss man wirklich alles an Waffen selber craften? Das würde mich mal noch interessieren. Ich weiß nicht, habt ihr da Erfahrung? Wie ist es darum bestellt? Kann man Waffen finden? Weiß ich gar nicht. Also wir haben noch keine gefunden, ne? Ja, du kannst uns gar nichts, Alter. Oh, du aber. Wo kam der denn her? Aua. Manchmal, ich habe nach wie vor das Problem, dass er manchmal mit dem Ausweichen nicht so ausweicht, wie ich das gerne hätte. Ich mache mal ein bisschen heller, weil ich glaube, ihr seht nichts. So. Ja, und mit dem Skill, mit dem Stehenbleiben, damit kämpfe ich irgendwie gerade so gar nicht, ne? Vielleicht gucken wir demnächst nochmal, vielleicht beim nächsten Level ab. Oh, da ist ein Garten. Voilà, da ist ein kleines Gärtchen. Und was steht denn da drin? Da steht ein Monster drin, oder? Da wackelt's. Genau, gucken wir vielleicht beim nächsten Level ab mal, was die Alternative zu diesem Skill war. Man hat doch eigentlich. Oder war, gab's da eine Wahlmöglichkeit? Was bist du? Du bist ein NPC, oder? Du bist ein NPC. Howdy, schön dich zu sehen, Dito. Plaudern. Meine Kupfersense ist zerbrochen und nun kann ich mein Land nicht mehr umgraben. Meinst du, du kannst mir eine neue besorgen? Ja. Klasse! Bringe dieses Item zu Linda, die Bäuerin. Eine Kupfersense. Okay, das müssen wir dann wahrscheinlich craften, oder? Okay, cool. Das nehme ich trotzdem mit. Ja, ich weiß nicht, wie aktiv ich das jetzt. Bin ich daran echt vorbeigerannt? Wie aktiv und wie schnell ich jetzt bemüht sein werde, dieses Quest zu erfüllen. Aber es ist cool, dass wir es haben. Und, ja, nice. So, los geht's. Geh down. Sehr schön. Eigentlich könnte ich auch gleich mal gucken, was es noch so an Skills hat, ne? Erhöht verursachten Schaden um 25%, wenn du dich in den letzten 5 Sekunden nicht bewegt hast. Bei niedriger Gesundheit steigt deine Ausweichchance für 10 Sekunden um 50%. Kann nur alle. Ja, okay. Nee, dann bleibe ich doch dabei. Bogenarme. Okay. Nee, dann bleibe ich doch dabei. Ist, glaube ich, dann doch eher wahrscheinlich als. Oder? Da waren wir schon. Ich glaube, das war's mit der Karte, ne? Kann das sein? Wollen wir mal hier hochgehen? Waren wir da schon? Ne, da waren wir, glaube ich, noch nicht. Dann buddel ich mal da so hoch. Und ihr seht jetzt bestimmt, oder habt gerade den schönen Grashalm gesehen. So. Ist hier noch was Spannendes? Da geht's noch weiter, oder? Sieh. Ja, okay, es geht noch weiter, aber ist jetzt auch nicht so nennenswert. Leute, wisst ihr was? Ich porte mich mal hier hin. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch ein Portal finden. Und ob es dann auf der neuen Welt eventuell Eisen gibt. Oder wenn nicht, dann wird es echt so sein, dass es die Ressource Eisen erst nach dem Boss gibt. Oder kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, dann streunern wir mal hier ein bisschen durch die Gegend, weil wir haben jetzt schon allerlei Dungeons erforscht, bin ich der Meinung. Und in einem Dungeon haben wir auch ein Portal gefunden, allerdings zum Boss, wie wir vermuten. Das andere Portal, das hatten wir so in der Welt rumstehend gefunden. Was hat es eigentlich mit den Dingern auf sich? Da, so sieht das besser. Vielleicht haben wir Glück und finden das andere auch hier irgendwo rumstehend. Irgendwie so eine kleine Minimap wäre noch saupraktisch.
um einfach zu sagen, okay, da war ich schon, da muss ich jetzt nicht nochmal hingehen. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es mit eurer Orientierung ist, aber ich habe dann immer so das Gefühl, als wäre ich an der Stelle schon fünfmal vorbeigekommen. Da ist ein Portal, aber ich könnte wetten, das ist das, was wir schon aktiviert haben, ne? Genau. Ah, da hinten waren wir noch nicht. Wollen wir leveln? Wir wollen leveln. Ich glaube, es hat auch nicht mehr allzu viel gefehlt, ne? War das nicht so? Aua! Das hat ganz schön wehgetan. Wo ist denn der andere hin? Da. Ups. Ja, da wollte ich. Da wollte ich hin. Muss aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterrolle. Weil das kann ja auch passieren, ne? So, dann schauen wir noch mal. Genau. So. Sehr schön. Da kann er uns gar nichts. Ja, keine Ahnung, ist es beschissen? Nein, wir nutzen die Skills, die wir haben. Wir sind nun mal Fernkämpfer, oder? Oder? Ach, genau. Waren wir hier schon? Nee, da sind Monster. Wobei das nichts zu sagen hat. Ich glaube, ich lasse mich da mal runterfallen. Mache ich, Geronimo. Okay, keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hier reingestolpert sind. Klar, in den Dungeon, aber... Hier waren wir auch noch nicht, ne? Und hier ist zu, okay. Vielleicht ist das der einzige Eingang. Mal schauen, wir erkunden das auf jeden Fall. Da geht's weiter. Hier ist nichts. Okay, ich weiß, da gab es noch einen anderen Weg. Den nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Aber vielleicht haben wir jetzt das Portal gefunden. Oh, komm, weich doch aus. Vielleicht sollte ich wirklich ein bisschen mehr mit der Leertaste arbeiten. Ab und zu ging das mit der Leertaste, mit dem Ausweichen. Was ja eigentlich Springen ist. Hier ist wieder nichts, okay. Okay, hier ist auch sehr viel. Ach, hier ist ein Weg nach oben. Wo kommen wir denn hier raus? Ach, das ist... Ah, okay, verstehe. Das ist also dieses Ding. Okay, gut. Da wollten wir eh hin. Aber dann sind wir jetzt instinktiv den Weg rausgegangen, anstatt den Weg tiefer rein. Ist aber nicht schlimm. So überhaupt nicht, weil wir hätten sowieso beide Wege. Nee, Quatsch, was ich erzähle, ist Blödsinn. So gibt es dann nämlich nur einen Weg. Genau. Okay, und hier geht's jetzt weiter. Oh, okay. Das ist ja krass. Dann sind wir quasi genau vor die Kiste gefallen, wenn man so will, ne? Und wie, 5 Schuppen? Meine Güte, veredelter grüner Smaragd, das ist auch nice. Rezept für Schädel des Scheusals. Das schauen wir uns gleich mal an, weil dann können wir nämlich auch gleich Rezept für, genau, können wir nämlich auch gleich unser Inventar etwas leeren. Sehr schön. Haben wir das gelernt? Was ist das? Okay. Okay, Rezept schon freigeschaltet. Dann fliegst du weg. Sehr gut. So, und wo dir geht es? Dann latschen wir jetzt wieder zurück. Naja. So. Und jump, und jump, und jump. Okay, dann müssen wir also doch noch weiter suchen. Aber das bestärkt mich ja jetzt schon wieder in der Vermutung, dass... Oh, ist das Duster? Ja, wir haben es gleich. Dass wir das Portal, das fehlende, doch hier irgendwie im freien Gehege finden. Hier waren wir schon drin, oder? Da drüben sind wir reingegangen. Okay, wir gehen mal weiter hier lang. Und dann schauen wir einfach, ob und wie und wo das nächste Portal ist. Ich bin gerade erschrocken. Das war der Frosch von unten. Und ich dachte, da springt uns jetzt gerade sonst was an. Na, spring doch hoch da. Okay, ich sehe hier aktuell kein Portal weiter. Hier oben wird es nicht sein. Okay, naja, hilft alles nichts.
Wir müssen es ja schließlich finden. Wobei, eigentlich müssten wir, glaube ich, es gar nicht finden. Wichtig ist, dass wir das Gelbe gefunden haben. Und ich glaube, über den Boss wird es weitergehen, oder? Macht auf jeden Fall Sinn. Das wäre ja auch mies, oder? Wenn es da drüben weiterginge. Ja, und in diesem Wald hier was zu finden, ist auch nicht unbedingt. Hoppala. Ja, komm, geh drauf. Sehr schön. Oh. Level up. Nice. Nice. Sehr schön. Haben wir das also auch noch schnell mitgenommen? So. Level 12. Geil. Schön, schön, schön. Läuft doch. Läuft doch mit uns. Was ist hier unten noch? Irgendwas Spannendes? Nee. Ja, ehrlich gesagt hatte ich ja gehofft, das Portal noch in dieser Folge zu finden. Aber es ist gerade echt weitläufig. Das ist, glaube ich, genau, das war das Haus, wo wir die Tierchen kaufen konnten. Na, einen kleinen Moment gucken wir noch, aber nur einen kleinen. Das Portal würde ich ja gerne, wie gesagt, noch finden. Gehe mal, kann ich hier hoch? Upsa. Na, da kommen sie nicht hinterher. Okay. Bin ich schon dran vorbeigelaufen? Ist das possibel? Hier hinten, okay. Das sieht jetzt auch erstmal nicht so vielversprechend aus. Hier könnte man schön ein paar Ressourcen aus der Wand kratzen. Aber deswegen sind wir ja jetzt gerade nicht hier. Das ist der große Berg, den wir vorhin gesehen haben, ne? Von dem anderen Berg. Da unten ist auch nichts. Naja, ansonsten weiß ich nicht. Suche ich mir jetzt hier einen Wolf? Oder akzeptiere ich das? Da ist die Landeplattform. Okay, das heißt, wir sind jetzt einmal komplett rum. Wobei ich. Wie gesagt, ich bin mir da relativ sicher, dass ich einige Sachen übersehen haben werde. Naja, hier, ich gucke, ganz kurz gucke ich noch. Ganz, ganz kurz. Vielleicht haben wir ja Glück. Und ich finde es doch noch. Ja, bestimmt stand ich eben vor einem Baum irgendwo und dahinter oder so versteckte sich dann, hoppala, das Portal. Wie soll man auch da durch irgendwie. War das nicht auch auf unserer ersten oder auf unserer zweiten Welt, wo ein Portal irgendwie so total tief in die Erde gelassen war und wir durch Glück das nur gefunden hatten? Ah. Naja, gut. Was sagt unser Inventory? Okay, wir sind schon wieder fast voll, aber eigentlich geht's noch, ne? Ja. Eigentlich geht es noch. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Aber vielleicht nehme ich das einfach mal hin und dann ist es halt so. Das hier ist doch der. Genau. Ich muss den nochmal anquatschen. Ja, kurz gucken. Ja, bla bla. Wissen wir doch. Handeln. So, eine graue Katze, eine schwarze Katze, auch cool. Eine schwarze Eule und eine braune Eule. Wir sind jetzt bei 970 knapp. Haben wir noch was, was wir verchecken können? Aktionsleiste. Boah, da haben wir jetzt eine ganze Menge. Da könnten wir irgendwann, falls wir echt mal zu viel haben, ein paar davon verkaufen, oder? Wie ist denn das? Die bringen zwei pro Nase. Und wie ist das mit den gelben? Kommen wir gleich zu. Knochen. Schuppen. Ne, die verkaufe ich nicht. Ich glaube, die werden wir bestimmt noch brauchen. Genauso wie sowas hier. Oh, die gelben Kost bringen sechs. Okay, die bringen also das Dreifache. Das ist ja auch krass. Kupferplattenblock bringt auch eine Menge. Ja, Wolle brauchen wir aktuell nicht. Und tschüss. Kohle werde ich nicht verkaufen. Footbälle, sonstiges. Davon haben wir schon ein paar. Komm, weg damit.
Feuergeist ist eine Zutat. Das ist eine Zutat. Na gut. Na gut, na gut, na gut. So. Egal, nein, ich kaufe... Oh, glatt 1000. Schnapszahl, sehr schön. Nein, ich kaufe jetzt aber kein Tierchen. Ich überlege mir, ob ich mir bei Zeiten eine schwarze Eule zulegen sollte. Ihr könntet ja in die Kommentare schreiben, für welches Tier ihr euch entscheiden würdet oder entschieden habt. Ob es noch NPCs gibt, die nachher noch andere Tiere haben, bestimmt, oder? Naja, egal. Ich überziehe hier schon wieder maßlos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und tschüss.